Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer beliebten Reihe. Während andere Redakteure Warfighter spielen dürfen, spielen wir Diana Sisters Twisted Dreams. Hallo Maggie. Das klingt jetzt irgendwie schon so abschätzig von dir. Das ist nicht abschätzig gemeint. Ich bin mit Diana Sisters aufgewachsen, aber nicht mit Twisted Dreams. Allerdings, ist es sozusagen die Wiedergeburt von einem Plattformer-Klassiker, der wiederum mehr oder weniger die dreiste Kopie eines anderen Plattformer-Klassikers war? So ungefähr, es gab schon mal eine Wiedergeburt auf dem Nintendo DS, aber das ist die richtige Wiedergeburt hier, glaube ich. War aber auch eine seltsame Mischung. Die Macher bei Black Forest Games haben zwischendurch über Kickstarter, meine ich, noch Geld gesammelt, weil ihnen für die letzten Level die Mittel ausgegangen sind, um das Spiel noch rechtzeitig fertigstellen zu können. So ungefähr, ja. Und man sieht schon den Unterschied, ich werde das jetzt alles herausarbeiten, Unterschiede zur Originalversion. Dieser Unterschied zeigt uns, es gibt sowas wie eine Story. Und ein Intro. Und vielleicht ist es aber auch alles nur ein Twisted Dream, den die beiden Schwestern hier haben. Dann sind sie auch im Bettchen. So, man sieht, ich habe schon mal angefangen, ohne euch. Das macht aber nichts. Springen wir mal zurück. Der Ladebildschirm ist auch schon ganz nett, ne? Das ist auch eine deutliche Verbesserung zum C64-Ladebildschirm. So, ich weiß nicht, ob das jetzt Diana ist oder ihre Schwester. Ist das nicht so wie mit den Marios? Mario Mario und Luigi Mario? Man sieht die Einblendungen für einen Xbox-Controller, aber du spielst es am Rechner nur halt mit Gamepad. Genau, man kann problemlos, wie bei vielen Spielen, inzwischen den Xbox-Controller anschließen. Und man sieht, es ist schon ein bisschen hübscher als das Original, Diana. Das ist das, wer sich erinnert, wird mir beipflichten. Was wir hier aber jetzt noch nicht sehen können, ist, dass das Spiel ja durchaus zwei Stile bietet, die man zwischendurch wechseln kann. Das kommt gleich. Bisher ist noch ein bisschen alles wie früher. Wie früher heißt auch, man kann von unten durch Plattformen durchspringen, aber von oben dann nicht mehr runter. Ich weiß ehrlich, ich habe nie so richtig verstanden, warum. Also früher, man hat sich das mir physikalisch nie erschlossen, warum das möglich ist. Aber es ist auch egal. So. Teufel gab es früher auch nicht. Hier wird einmal hinten schon auf dieser Grafik gezeigt, wie man die zu besiegen hat. Und das Viech dahinter erinnert mich doch deutlich mehr an die Wurzeln von Diana und ihrer Schwester, deren Namen mir sich nie erschlossen hat. Weißt du, wie Dianas Schwester heißt? Oder welche von den beiden das jetzt ist und warum das gerade so dermaßen ruckelt? Weder noch. Es hat aufgehört, dermaßen zu ruckeln. Ich habe mich mal schlau gemacht über die Ursprünge der Mario-Serie und es war eine bewusste Designentscheidung damals, dass man von unten durch die Plattform durchspringt. Und ich glaube, im allerersten Mario musste man die Monster auch von unten anspringen und nicht von oben. Ach so, mit so wie wenn man Blöcke zerschlägt. So, da ist jetzt unsere Schwester, glaube ich, mit grünen Haaren. Ach, du meinst nicht den Drachen. Ja, ich bin halt noch ein bisschen verwirrt von der ganzen Story. Das ist mir noch zu verworren. Also doch eine Gemeinsamkeit zu Warfighter. Ich weiß nicht, worum es eigentlich geht. Denn unsere Schwester hat rote Haare, aber das, was hier gerade gefressen wurde und was jetzt wegfliegt, hatte grüne Haare. Ich glaube eigentlich eher, dass man zwei Inkarnationen der gleichen Person hier spielt. Oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls durch das Drücken des Triggers kann ich diesen Traum von einem Albtraum, ist ja wohl der Albtraum, ja, in einen voll lustigen, fluffigen Spaßtraum verwandeln. Ich glaube, der Gedanke dahinter war andersrum, dass für die eher gothic-mäßige, rothaarige Diana das hier der Albtraum ist. Ah, ja. Die Musik, das hörst du jetzt nicht, die Musik hat sich auch verändert, ist jetzt rockiger geworden. Passt besser zur rothaarigen. Aber wie gesagt, es erschließt sich mir nicht so ganz. Ich kann auch jetzt mal hier runter. Und bin tot. Das war die falsche Seite. Okay. Das macht aber gar nichts. Also wir sehen, es ist schon durchaus ein Gameplay-Element, dass man hier wechseln kann. Und so Hindernisse überwindet oder halt sich in den Tod stürzt, wie ich gerade. Wobei die Totenschädel-Schilder schon ein Hinweis sein könnten, dass es da vielleicht nicht so eine gute Idee ist, runterzuspringen. So. Was glaubst du, wo wir rauskommen? Unter der Brücke von eben. Ich habe das nämlich schon gesehen. Ja. So, wieder zurück. Ich muss aber sagen, ich mag das Design. Es ist irgendwie putzig. Und auch die Wechsel zwischen den beiden verschiedenen Varianten der Welt sind irgendwie angenehm flüssig.
Ich mag das Design auch. Vom Gameplay bin ich noch nicht so richtig überzeugt. Ich finde es, wenn man halt sowas wie Rayman gewohnt ist, ja? Rayman Origins, spielt sich ein bisschen träge. Aber das ist natürlich auch kein netter Vergleich. Ne? Siehst du, hier, sie träumt von blauen Teufeln, sie träumt von blauen Eulen oder was immer das ist. Ist das eine Eule? Ich glaube, das ist eine Eule. Es ist auf jeden Fall ein Vogel. War auch auf dem Firmenlogo drauf. Oder nee, nicht auf dem Firmenlogo, auf dem. Auf irgendeinem Banner von Black Forest Games. Außerdem sind Eulen ja in, wie wir wissen. Richtig? Ich war auf jeden Fall sehr erstaunt, mit meinem Eulen-Fable irgendwann festzustellen, dass es überall Eulen-Ohrringe, Eulen-XY, Eulen-Dings da ist. Die Delfine unserer Zeit. Nur cooler. Ja. Und nicht so nass. Na, hoffentlich. Sie freut sich immer so schön, wenn sie jemanden tötet. Ich weiß nicht, ob sie sie tötet. Ich glaube, sie schlägt sie nur kurz bewusstlos. Ja, müssen wir die Peter fragen, was sie dazu sagen, dass wir hier diese Eulen bewusstlos schlagen? Ich glaube, die Peter ist mit anderen und etwas größeren Marken beschäftigt, so wie mit Pokémon zuletzt. Warte mal, bis die Dishonored mal auf dem Schirm haben. Dann ist aber hier, dann gibt's Ärger. Wieso? Meistens werden da noch Menschen von Ratten gefressen und nicht andersherum. Du kannst aber auch die Ratten übel zerlegen und eine Ratte in Battlefield war ja schon ein Problem. Oder was Call of Duty, ich weiß es nicht mehr. Es war Battlefield. War Battlefield. Ja, es spielt sich schon ganz flüssig, ne? Ich glaube, da sind wir auch schon am Ziel, aber da oben geht's weiter. Ist die Frage, wie komme ich da jetzt hin? So nicht. Also ich habe in Vorschauen und in der Kickstarter-Vorstellung gesehen, dass die blonde Gianna, meine ich, auch so Ballett-Twirls machen kann und damit ein bisschen durch die Gegend fliegen. Das kann sie vielleicht irgendwann noch. Bisher hat mir das keiner erklärt. Aber wenn du willst, springe ich mal da in meinen wahrscheinlich sicheren Tod. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Doch, ich glaube, das ist eher so, dass das sich... Das war gar nicht dein. Das war nicht mein wahrscheinlich sicherer Tod, es war. Hätte auch hier runterspringen können. Aha. Welches Design magst du denn lieber? Das hier oder das andere? Ich mag, um ehrlich zu sein, das hier lieber, weil es freakiger ist durch seine fröhliche Landschaft. Das andere ist ein bisschen Klischee, ne? Mhm. Andere können auch eine Worms-Arena sein. Hier geht's nicht weiter, glaube ich. Ich habe ein neues Bild für die Galerie freigeschaltet und ich freue mich sehr. So, jetzt sind wir beim Ziel. Du hast nur ganze zwei Stände verpasst, ja. Und zwar auf der Brücke. Das habe ich einen liegen lassen, ja, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ich habe auch den Fall nicht gemacht darunter, deswegen fehlt mir einer. Ist das nicht ein Ding? Und das im zweiten Durchlauf schon, oder hast du noch andere Testgänge absolviert? Ich muss zugeben, während du den 007-Test geschrieben hast, heute Nachmittag, habe ich 8 Stunden damit zugebracht, den ersten Level auswendig zu lernen. Du möchtest darauf hinweisen, dass ich heute eigentlich krank bin und du den 007-Test fertig gemacht hast. Das müssen wir niemand verraten. Wollen wir den weiterspielen? Wollen wir uns den Wirbelwald angucken? Da du nur irgendwie ungefähr 11 Minuten gebraucht hast vom Start des Spiels bis hier. Okay, auf in den Wirbelwald. Nee, sogar weniger. Ja, aber die Handlung bleibt uns trotzdem noch verschlossen. Die Musik ist übrigens, zumindest in Teilen habe ich gehört, von wem? Ich habe keine Ahnung. Von welchem bekannten Künstler unserer Zeit könnte die Musik denn sein? Welche Legende der Spieleindustrie? Chris Hülsbeck? Bekannten Genie. Chris Hülsbeck hat die Musik gemacht und hier wird uns erklärt, wie wir zum Wirbelwind werden, indem wir Y drücken. Und gedrückt halten? Ja. Denn Chris Hülsbeck hat auch schon. Ja, das bringt mir jetzt aber nichts. Hat schon die Musik zum Originalspiel gemacht. Aha. Und hat sich 20 Jahre später gedacht, ja, gut, mache ich halt. 20 wäre schön. 25 Jahre später gedacht, mache ich es halt normal. Ne? Und ich komme da nicht ran, deswegen lasse ich es. So.
ja. Ah. Twirl. Du musst halt wieder 2 Sterne liegen lassen. Oder auch nicht. So leicht gebe ich nicht auf. Also irgendwie habe ich ein besseres Gefühl, gegen Eulen zu kämpfen, als gegen Dämonen. Oder sie zu überspringen. Bringt mir das eigentlich was, wenn ich sie töte? Nö, ne? Ich möchte nochmal betonen, du schlägst sie bewusstlos. Ich töte sie nicht, ja, okay. Diese kleine Spirale über ihrem Kopf, die deutet an, dass du sie nur betäubst. Tja, da habe ich wieder was liegen lassen. Ich finde es ja schön, wie die Bäume sich auffalten, so regenschirmmäßig. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ah! Epilepsie-Warnung? Ja? Okay. Apropos Warnung, das Schild warnt uns, glaube ich, vor irgendwas. Vor... Nein, das Schild weist es darauf hin, dass diese Dame hier einen Feuerrammenangriff hat. Mit dem sie vielleicht auch diese Steine hier erreichen kann. Nö. Jedenfalls nicht so. Aber diese Eule kann sie doch damit plump machen, oder? Auch nicht. Doch. Oh, ja, und jetzt ist sie jetzt tot, oder? Betäubt, genau. Betäubt. Und ich glaube, du kannst die Steine zerschlagen, die da rumlagen. Ich kann auch mal zurückgehen. Ich aber nicht. Welche Steine? Diese. Die, ah ja, das macht Sinn. Das ist ein bisschen wie früher. Mit den Backsteinen. Und hier weist es uns wieder auf etwas hin. Und zwar, dass du mit deinem Rammangriff da so querschlägermäßig zwischen den Wänden hin und her zischen kannst. Nimm das doch mal. Aua. Zwischen den Wänden. Achso, da ist noch eine Wand, ja. Achso, das war gar nicht so schwer. Okay. Ich habe ihn verschont, den Vogel, das war Absicht. Was meinst du, wie kommen wir daran? Wieder mit Wirbeln? Oder lassen wir es einfach sein? Ich nehme an, mit Wirbeln oder mit diesem Feuerball an. Versuchen wir das mal. Ah, Wasser ist also tödlich für die Giant Sisters. Ja. Das habe ich den Vogel jetzt auslassen müssen. Ich muss sagen, ich habe jetzt so viel Dishonored gespielt. Und wir haben ja gerade ein Video gemacht, in dem wir gezeigt haben, wie fies und brutal Dishonored sein kann. Oder wie ich heute bei YouTube gehört habe, da haben wir wieder oft Dishonored ausgesprochen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Wer hat das auf YouTube gesagt? Egal, jemand. Also ich muss ja. Okay. Erklärst du mir das? Naja, wenn du zu der einen Schwester wechselst, fährt das Ding hoch. Aber oben ist ein Stein, den du mit der anderen erwischst. Ja, ja, schon klar, aber die Logik dahinter hätte ich gerne erklärt bekommen. Die eine ist leichter. Jedenfalls so viel Dishonored gespielt. Und so viele Menschen getötet, dass es mir irgendwie auch... Ich war ein bisschen deprimiert, ehrlich gesagt. Nach dem ganzen Dishonored-Spielen. Dass mir das ganz gut tut, mal sowas Kindisches zu spielen. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Du bringst also lieber Eulen und Dämonen um als Menschen. Ich glaube, das sieht die USK genauso. Nur vielleicht Peter nicht. Wie kommen wir da oben ran? Was meinst du? Ich denke, indem du mit deinem Boom-Angriff rechts gegen die undurchdringliche Wand springst und dich zurückschleudern lässt. Sehr geschickt. Deswegen bist du der Kopf dieser Operation. Der derzeit ein bisschen angeschwollene Kopf. Ich weiß gar nicht, hört man das an meiner Stimme? Weil ich höre es nicht so wirklich. Ich höre es auch nicht. Haben wir das schon gesagt, die Magie ist krank? Und von hinten kann ich keine Eulen töten. Doch, kann ich.
Guck mal, hier sind Dornen. Dornen sind offenbar nicht gut. Oder ist es... Nein, hier sind bei ihr Dornen. Und bei ihr ist es nur Gas. Egal. Oh nein. Wir haben jetzt das gemacht. Wieder von der Wand abgedotzt, glaube ich. Das war aber nicht mal Absicht. Beziehungsweise von der Eule abgedotzt. Die scheinen wie Wände zu funktionieren ein bisschen. Also wenn diese Gameplay-Elemente noch ein bisschen schnell aufeinander folgen, bevor ich mal stark ausgehe, nehme ich es vielleicht ein bisschen zurück, dann könnte es doch ähnlich cool werden wie ein Rayman. Aber wie kommen wir daran? Indem du dich als die eine Schwester hochtwirlst und dann mit der anderen die Boom-Attacke machst, glaube ich. Nee, das war... Okay. Gegen die Wand rechts boomen dann? Warte mal, ich probier's mal. Nee, ich kann nicht aus dem Nichts boomen. Oder ich lasse es einfach, wo es ist. Hm? Und schon wieder oben gelandet. Vielleicht hätte ich einen Vogel gebraucht dafür. Wie gesagt, es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass wir jeden Stein erwischen. Das sah cool aus. Ich weiß nicht ganz, wie ich es gemacht habe. Aber... Ah! Guck mal, jetzt habe ich das nicht mal kapiert, wie man sich hier hoch katapultiert. Machen wir gleich nochmal. Oh, das war knapp. Es hat so ein kleines bisschen was von Twine, nur mit Wein, also so Twine. Ja, also Twine ist schon ein bisschen intelligenter, ne? Oh, das geht auch, fliegender Wechsel, indem man einfach die jeweilige Attacke benutzt. Wir wären übrigens schon am Ziel dieser Mission. Und da wollte ich eigentlich nicht rein. Sie können nicht schwimmen. Ich hab's jetzt kapiert. Aber wir sind ja genau hier wiedergeboren worden. Vielleicht verzichten wir auch einfach auf die letzten paar Steine. Und gehen nach Hause. Ach, welche Freude. Nicht ganz so perfekt wie der erste Level, aber... Nee, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, es geht mir auch gar nicht jetzt so sehr darum, sondern wir wollen ja ein bisschen was im Spiel zeigen. Und das wäre jetzt als nächstes der Kristallteich. Toll, oder? Es ist alles so hübsch. Man merkt halt, dass die Leute im Schwarzwald sitzen, die es gemacht haben. Die haben einfach nur, wie es vor ihrer Tür aussieht, hier abgebildet. So sieht es überall im Schwarzwald aus. Außer bei dir zu Hause. Das ist ein relativ kleiner Level, ne? Würde ich sagen. Tja. Tja, und dann können wir das Let's Play schon... Guck mal, das Wasser schadet uns nicht. Ist ja auch nicht tief.
Okay, was mache ich falsch? Ah, springen am Ende hilft. Okay. Ich mag die Rothaarige lieber übrigens. Das wird aber den meisten männlichen Wesen zu gehen. Ist da jetzt eigentlich Säure drin oder nicht? Oder ist es nur in dem Fall tödlich? Ist es in dem Fall tödlicher? Die Todesschilder ändern sich ja auch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist in beiden Fällen gleich. Hier kann ich rein. Ja, sehr hübsch, aber... Also wenn Bläschen drin sind, ist das okay? Oder? Sieht so aus. Boah, eigentlich mal eine grüne Eule. Ja. Machen enorme Fortschritte. Was ist das? Ein grüner Dämon? Achso, das ist der Rest von der grünen Eule, der grüne Dämon. Ja, die Magie ist krank. Jetzt hört man es, glaube ich, auch. Aber ich glaube, da bist du nicht ganz allein momentan in Deutschland mit deinem Problem. Ach, das war knapp. Aber du hast es geschafft. Ja, und dann bin ich in... Einen unglaublich tödlichen Kristall gelaufen. Einen Kristall gelaufen, ja. Okay, da steht, ist auch ein Schild daneben. Ich Depp. Hätte ich mir ja denken können, dass der blöde Kristall mich umbringt. Voll ablenken lassen von dem Dings hier. Von dem Kristall, der dich nicht umbringt. Von dem Star Trek Außerirdischen hier. So. Ist jemand am Pranger? Hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Typ, ein toter Typ am Pranger, oder? Ja, so ein bisschen eine Art. Aber ich glaube, du kannst in das Wasser reinspringen. Auch in den. Oh, das ist ja sehr christlich hier. Ja, danke. Guck mal, Dinosaurier da hinten. Da. Und jetzt ist, jetzt ist es ein überwucherter Baum. Cool. Wahnsinn. Also, muss schon sagen, das ist hübsch gemacht. Hast du jetzt natürlich in der letzten Wasserfläche ordentlich was liegen lassen. Ja, aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt alles zeigen. Nein! Oh, da war auch ein Schild. Es war lila. Achso, ja. Oder grün, je nachdem. Jetzt habe ich mich darauf verlassen, dass ich die Schilder... Ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, wie ich da rüberkommen soll, vielleicht. Entweder twillen oder mit Boom. So nicht. Tada! Es ist schön, wie diese Rippen sich da so aufhalten. Ein wichtiges Element der früheren Spiele war, dass der Boden wegbrach unter den Füßen. Das hatten wir bisher noch nicht. Mal gucken, was noch kommt. Kannst du mit der einen Hochbooms dann übergehen in den Twirl von der Blonden? Probier ich doch mal. Aber ich sehe nicht die richtige Richtung zu bieten. Nee, das kann ich nicht. Noch zu langsam. Du hast doch vorhin gemerkt, dass du nur die Fähigkeit anwählen musst. In dem Fall geht es nicht. Okay.
Ich probier's noch einmal. Schade. Nee. Okay. Wieso? Du bist da reingeboomt in die Eule, aber ja. Deine Kraft war schon zu Ende. Ach, das ist doch voll unfair. Soll ich da mal runterspringen? Ja, ne? Ja. Bisschen was von Sonic jetzt. Da muss aber noch weitergehen, hier ist noch mehr, oder? Ja, auf der anderen Seite waren Steine, die du zerschmettern kannst unten. Ja, hier, ja. Okay. Nein! Das ging so leicht eben. Knapp vor dem giftigen Wasser angehalten. Giftiges Wasser und böser Vogel. Was machen wir jetzt? Und Kristalle. Ja. Twirl? Ich glaube, das könnte eng werden. Vielleicht doch lieber da hoch. Okay. Oder wieder da runter. Ja, okay. Aber da oben ist auch ein böser Kristall. Ah! Ja, da war ein böser Kristall, du hast recht. Macht auch noch mehr kaputt. Achso, das ist wieder da alles. Auch schön. Das sieht jetzt vielleicht so aus, als würde ich mich sau doof anstellen. Nein. Das ist so ein kleiner Frustmoment gewesen gerade, nicht? Also. Schau auf dich, kleine Diana Sister. Aber das geht. Ich ignoriere jetzt mal die hier oben. Er sprang der Eule vor die Füße. Wollen wir den Level noch zu Ende machen oder geben wir auf? Nein, wir geben natürlich nicht auf. Das wäre doch erbärmlich. Herrgott, nochmal. Da ich ja nicht selber spiele, kann ich nicht sagen, wie die Richtungssteuerung dabei funktioniert. Aber sie scheint etwas wirr zu sein. Vielleicht wäre es mit der Tastatur ein bisschen genauer, aber es ist einfach angenehmer mit dem Gamepad. Juhu! Wir sind einen kleinen Schritt weiter. Das war knapp. Ach, egal. Nimm das, fette Eule. Nee. Achso, ich kann mich hier nicht durchbewegen. Doch. Das ist schon wieder diese christliche Symbolik hier, finde ich
Ne? Eben. Ich glaube, die ist eher unterbewusst, aber vielleicht auch geprägt vielleicht durch den Schwarzwald. Achso. Vielleicht bin ich immer besonders empfindlich dafür. Ich weiß nicht. Wegen Schwarzwald. Hier sind hier so ganz viele von diesen fiesen. Wow, warum steigt das Wasser hier an, wie blöde? Das ist in Ordnung, das ist braves Wasser, glaube ich. Du hast recht. Jetzt hatte ich kurz Panik. Jungs, kannst du Steine zertrümmern, glaube ich? Oder du folgst einfach dem steigenden Wasser, was auch sehr praktisch zu sein scheint. Wow. Der Level ist auch ein bisschen größer als die letzten. Ah ja. Und das war's. Wir müssen eine ziemlich schlechte Bilanz haben, weil wir doch das meiste am Leben geht noch. Und sechsmal gestorben. Das ist schmerzhaft. Aber ich finde, das war's erstmal. War doch ein ganz guter erster Eindruck. Mhm. Schwingenhügel. Die heben wir uns das nächste Mal auf, falls wir das machen und nicht dann vielleicht auch wie die anderen Kollegen auch Warfighter spielen. Das ja Parallelen hat, wie gesagt. Ihre Handlung, ganz hübsch. Und Frauen mit lustigen Frisuren. Das, nee, Frisuren habe ich jetzt bisher wenig gesehen. Also die Leute haben keine Frisuren in diesem Militär. Du weißt schon, so Shepard-Frisuren halt. Okay. Dann willst du noch was Abschließendes sagen? Wie findest du es bisher? Dafür, dass ich die Musik nicht höre, es nächstes Mal gespielt habe und mir eine Erkältung für gewöhnlich immer 20 IQ raubt, finde ich es eigentlich ganz gut, ja. Aber wie fändest du es mit den 20 IQ-Punkten mehr? Ich glaube, immer noch sehr unterhaltsam. Ich meine, so ein Plattformer soll ja nicht durch seine Story oder sonst irgendwas anspruchsvoll sein, sondern durch die Kombination der Gameplay-Elemente. Und wie man die Kräfte von den beiden zwischeneinander umschalten kann, ist... Also ich denke mal, das steigert sich jetzt noch. Es hat sich ja jetzt schon in den Level Stück für Stück gesteigert. Eine schlaue Idee, finde ich. Und ich mag, wie die Welt hin und her ploppt zwischen den verschiedenen Varianten. Das ist einfach sehr putzig gemacht. Da kommt ja auch noch einiges auf uns zu, wie wir hier sehen. Unter anderem sehe ich hier zum Beispiel ein Level mit einem Dinosaurier, ne? Oder dem Drachen, den wir schon gesehen haben, oder was das war. Und ja, also das ist nicht in den 5 Leveln getan, offensichtlich. Gut, mal sehen, wie weit wir noch kommen. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Spiel. Tschüss. Tschüss.